Noppen. Nö. Ach. Hallo. Hallo. Hier bin ich. Oh, meine Teekanne steht noch im Weg. Wir sind schon wieder online. Ja, wir sind schon Mann. wieder online. Entschuldigung. Macht gar nichts. Wir essen Themendinge. Ich esse Fischlis und Julia isst Krakenarme. Aber die sind vegan, steht da drauf. Ich glaube, es Ah. sind keine Kraken zu Schaden gekommen. Okay. Auch keine Fische zu Schaden gekommen. So, ich habe mal hier Zeug aufgebaut. Hier, ein lustiges, ist hoffentlich vernünftig beleuchtet, ja. Und das Glas ist relativ voll, was man hier sieht. Also hier habe ich einfach nur rotes Wasser mit Lebensmittelfarbe angemischt. Und hier habe ich eine lustige Konstruktion. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Disco-Sache, als wäre es so selbstleuchtend und du, Ja. ja, so wie Ist es Festival. es Wie so ein nicht. Ballermann-Strohhalm. Ja, könnte man sagen. Pass auf. Dieser Strohhalm kann einen Trick. Ja. Nein. Ja. Oh. Und ich werde ihn Oh. jetzt. Nein. Oh. Ich werde ihn jetzt. Ich mache ihn Ja. mal, ich mach Oh. mal groß, damit man es ordentlich sieht. So. Ja. Ich werde den jetzt hier, diese Form, werde ich in das Glas mit etwas Schwung hineingeben. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich hoffe, das funktioniert beim ersten Mal. Mal gucken. Ich habe mich getroffen. Na toll. Vorführeffekt. Lol, Vorführeffekt. Und das ist auch nicht so einfach. Nee, nee. Das Vor schaut allem, wenn man lustig Tee aus. getrunken hat vorher. Deine Entschlossenheit kommt durch. Nee. Ja. Wie oft hast du das schon gemacht? Du armer Mann, ey. Was denn? Pass Ja. auf. Wir haben Eins, Zeit. zwei, drei und hopp. Also ein Aquarium kannst du so nicht entwässern. Das ist schon Moment. okay, André. Ja, es ist okay. Unsere Tradition ist schon auch, dass es nicht so klappt mit den Experimenten. Ja, korrekt. Ja, das muss so. Das muss Es wäre so. schade, wenn anders. So, noch ein Versuch. Na komm schon. Mano, ich fiebere mit. Und trink da drauf noch ein Bier. Das klappt schon. Das klappt. Nein. Ist irgendwo ein Loch im Strohhalm? Nee, eigentlich nicht. Ich hab das vorher getestet. Wie gesagt, das hat schon mal funktioniert. Also nochmal. Ja, nein, doch. Oh. Fuck, aber. Fuck, Affe, du kannst beruhigt morgen um 8 das nächste Meeting. Wir sind hier durch. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Das ist Toll. ein sogenannter, diese Konstruktion nennt man Self-Starting Siphon auf Englisch. Also ich weiß nicht, ob es dafür einen vernünftigen deutschen Begriff gibt. Aber im Prinzip steckt dahinter, ne, wenn man irgendwie einen Schlauch nimmt und ansaugt, dann kann Flüssigkeit über einen Berg nach unten laufen, wenn der Schlauch dann wirklich dicht ist. Und wenn man so eine Lücke noch mit reinnimmt und mit etwas Schwung das reingibt, dann sorgt es dafür, dass man dieses Ansaugen sich sparen kann, weil erst geht die Flüssigkeit hier hoch. Durch den Druck, wird dann von der Erdbeschleunigung wieder ein wenig runtergezogen und schafft es dann mit dem zusätzlichen Schwung über den Berg zu kommen, auch mit der Geschwindigkeit, mit der man es reingibt ins Glas. Und dann fängt er halt an, ganz von alleine das Glas zu entleeren, wie wir es jetzt gerade sehen. Cool. Ja, André, da musst du halt noch eine Experimentanleitung. Ist die eigentlich vom letzten Mal schon online? Nee, vom letzten Mal habe ich noch nicht fertig. Das mit den Ja. Regenwolken. Ja.
Und André, ist da, hast du das jetzt alles da extra ausgemessen oder hast du einfach mal irgendwie zusammengesteckt? Ich habe zusammengeschaut, also was wichtig ist, was man jetzt hier ganz gut sehen kann, glaube ich, während es hier ganz furchtbar tröpfelt, was man ganz gut sehen kann, ist wichtig, dass die eine Ecke ein klein wenig niedriger ist als die andere. Also die eine Kurve ein bisschen niedriger ist als die andere. Ich zeige das mal auf eine andere Art und Weise, indem ich, der hat jetzt gerade das La Glas hier ausgetrunken. So, wenn man sich den anguckt, der eine Bogen muss ein bisschen niedriger sein als der andere, über den es rüber soll. Also das, was man reinsteckt. Da muss es einen Höhenunterschied geben. Und wenn man dann diese Seite mit dem niedrigeren Bogen in das Glas reinspeckt, dann ist das, dann fängt es an, das von selbst quasi zu entleeren. Genau, es war ein bisschen Try and Error. Also dieser Unterschied, das sollten irgendwie so. Habe ich keine Angabe für gefunden. Erst war der Unterschied viel größer, da hat es nicht funktioniert. Ich habe dann peu à peu immer wieder abgeschnitten, neu zusammengeklebt, abgeschnitten, neu zusammengeklebt. Was gut für mich funktioniert hat, war halt dieser kleine Unterschied. Also hier vielleicht 2, 3 Zentimeter Unterschied. Dann funktioniert's. Und es muss, wenn du das da reinsteckst, die niedrigere Kante innerhalb des Wasserspiegels sein, oder? Also Nee, unterhalb das, des Wasserspiegels. ja, genau, also das Glas muss randvoll sein und wirklich die letzte Kurve hier oben muss am Rand des Glases sein, weil man muss halt, man kriegt nicht so wirklich viel Schwung in die Flüssigkeit, man muss dann wirklich hier oben am Rand sein, dann schafft es das Wasser gerade so diesen kleinen Hubbel hier, also diese paar Millimeter rüber zu kommen und dann anfangen quasi, dass das Glas sich selbsttätig entleert. Ja, Jo. also wenn ich denke, als ich in Südafrika immer die Aquarien sauber machen musste, hätte ich mir das gewünscht, weil wenn du immer die Ladung Wasser ins Maul, Echt? nicht geil. I. Ja, aber also Ja. das kann Geil, wenn man. ich das gewusst hätte, hätte ich mir sowas gebastelt. Ja. Ja, kann man auch aus Schläuchen und mit Rohren und so geht es ganz bestimmt. Ja, ich glaube, Lauchbauer Fahrzeugtanks, ich glaube, wird schwierig. Ja, man muss es halt Das mit funktioniert. Schwung oben reinstecken. Das ist halt das Problem. Aquarium müsste aber gehen. Müsste man Aquarium ist einfach. hinkriegen. Aber beim Fahrzeugtank müsste der ja sehr voll sein, damit man bis zum Rand und so. Kauft Okay, euch einen Fockaffe. Schüttelschlauch, Fockaffe. Ein Schüttelschlauch habe ich auch schon mal gehört, aber was ist ein Weiß ich doch. Schüttelschlauch? Kannst du uns das erklären? Ich stelle mal wieder meine Kamera auf. Gibt es einen Link? Ein Schüttelschlauch-Link. Ich weiß nicht. Schüttelschlauch. Das ist wahrscheinlich irgendwas, was das selber kann. Aber Fockaffe, warum Schüttelschlauch kaufen, wenn man sich aus Strohhalm Dinge selber basteln kann? Dauert vielleicht Genau. länger bei dem Durchmesser, aber wir haben ja Zeit. Wir müssen ja morgen nicht um 8 in ein Meeting. So, zocken wir jetzt noch eine Runde? Okay, Ja. man muss einfach nur an dem Ja. Schlauch schütteln. Ein Verstanden. Pumpschlauch wird auch gesagt. Okay, ja, zocken wir noch eine Runde. Ja. Okay, dann muss ich mal gerade hier, das Also hier ich weiß, mal. dass Poki, falls Poki der Erfinder von dem Spiel ist, der macht momentan, ich verfolge das auf Instagram, mit seiner Frau und seinem Kumpel, also mit Gunnar und Anne, das dritte Album. Weiß gar nicht, welchen Titel die sich gegeben haben oder ob sie sich schon einen Titel für das Album gegeben haben, weil die machen nämlich auch Musik hier in Hamburg. Und zwar ganz tolle Musik. Also der Daedalics-Typ. Okay. Also von dem dieses Spiel stammt. So, und jetzt Ich müsste das hätte es mal eigentlich gesagt. gehen. Ja. Yeah. A New Beginning von Daedalic.
Genau, lustigerweise, wer Daedalic Entertainment kennt, die machen sehr, sehr viele unterschiedliche Spiele und Inga kennt den. Ist, Poki ist der Chef. Hab ich gerade gesagt. Ja. Ja, der eine. Genau, der hat das zusammen mit seinem Kumpel gegründet. Aber haben wir den nicht auf der Party auch kennengelernt? Ja, ja. Ihr habt ihn schon persönlich kennengelernt, als wir in Hamburg auf der Party von meinen Freunden waren, weil da war Jan auch, ja. Ich kann mich aber nicht an ihn erinnern, aber ich erinnere mich sehr gut an das Bällebad. Ja. Ja, das war toll. Ja. Und wir hatten tolle Eis für Experimente. Stimmt. Wir waren auf einer Hausparty von Freunden von Inga. Und die hatten, es war eine Kostümparty. Und wir sind da plötzlich Wissen hingegangen, weil wir davor in Hamburg. Dein Sound ist wieder nicht. I can't change it. Das liegt an Discord. Weil Discord halt bei schlechtem Internet. Ja, okay, sag weiter. Komprimiert. Und ja, auf jeden Fall, genau, das war eine Themenparty. Ich weiß das Thema nicht mehr, eine Verkleidungsparty. Und auf jeden Fall hatten die ein Bällebad. Sie hatten das Badezimmer komplett mit Bällen. Ja. Gefüllt und das war dann ein Bällebad. Das war das und eine Badezimmer. Es gab noch ein zweites. Ja, warte mal, und es war ganz toll. Will mal gerade gucken. Und es waren Getränke darin verboten. Irgendjemand hat sich nicht dran gehalten. Dann wurde ein Bier darin ausgeschüttet und das Bällebad war nicht mit. Deswegen, liebe Leute, nehmt keine Getränke mit ins Bällebad. Wir waren aber vorher im Bällebad, oder? Ja, wir waren vorher drin. Aber das Bällebad ist belegt. Ja, genau. Hatten wir als Handle, aber ich finde so schnell den Tweet nicht. Das war 2017. Du weißt noch, dass wir ein Handle für das Bällebad. Nein, ich habe gegoogelt und ich habe es gefunden. Aber wir haben das auch, wir lagen da drin, wir haben das auch immer gesagt. Bällebad, ja, das Bällebad ist belegt. Naja, damit die anderen wussten, dass das Bällebad belegt ist. Ja, das Thema war Alice im Wunderland, glaube ich. Ah, genau. Sonja und Gerrit und alle, die da waren und natürlich Poki und Tamu und alle, die ich seit echt so viel zu langer Zeit schon nicht gesehen habe. Das ist ein bisschen tragisch. Das sind so tolle, nette Leute. Und es waren alle super interessiert und es gibt noch Fotos. Ich glaube, wir haben da auf dem Tourtag auch Fotos davon gemacht. Also auf unserer eigenen Website. Ich kann das parallel auch mal gucken. Das ist doch bestimmt auch. Ach ja, viel bessere Idee. Ja, natürlich. Ja, es ist einfacher. Ja. Genau, und da haben, was haben wir denn da für einen Versuch mit Trockeneis gemacht? Weil es gab nämlich. Weil Trockeneis ist ja CO2. Wir haben damit den Versauerungsversuch gemacht. Mm. Ja. Und ich hab's. Da haben wir auf unserer Homepage haben wir kein Bild davon. Ich nicht? Nee. Bei Instagram auch nicht. Nee, bei Instagram mit Sicherheit nicht. Da waren wir zu faul. Wenn was passiert ist, dann war es immer auf Twitter. Aber wenn man bei Twitter auf Medien geht, findet man das dann nicht? Ich guck gerade. Ich bin gleich bei 2017, glaube ich. Oh Mann. Wir wollen sehr, aber eigentlich spielen. Sehr mühevoll. Ja, wir wollen eigentlich nur spielen. Wir wollen eigentlich nur spielen. Ja, sie wollen doch nur spielen. Also das Coole an Daedalic ist, dass es einmal sehr, sehr toll um die Ecke gedachte Spiele sind. Deswegen bin ich mir nicht sicher, also die Intelligenz von Poki, falls Poki einer von den Mitwirkenden ist, weil er hat sich ja nicht alles komplett selber ausgedacht, aber viel, dann ist es schon aufwendig, damit zu denken. Und Gunnar das heißt, hat bestimmt irgendwas gezeichnet. Das heißt, wir müssen uns alle ein bisschen konzentrieren. Wir müssen uns da tatsächlich, also wenn man Spiele von denen spielt, muss man sich schon konzentrieren und auch ein bisschen clever sein. Das ist nicht so ohne. Und ich bin schlecht in Computerspiele. Ich habe damals Day of the Tentacle, habe ich mir einen Mitschüler am Ende nach Hause geholt, damit er mir das durchspielt. So, ich hab's. Ich kann es zeigen. Ich kann es zeigen. Zeigen ist schnell. Ja.
Ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, ne? Weil ich das Spiel schon reingemacht habe. Ich kann ins Stream gucken. Ah Ja. ja. Das war das Bild da. Ich hatte mir von irgendwem einen Zylinder gemopst. Ja, das war bestimmt von Tamo, der hat sowas. Ja. Das ist aber ein gutes Bild an den. Danke. Und hier haben wir, da hast du das Sturm im Wasserglas gemacht und nee, Cloud Tank Experiment. Hier auf der Party. Ja, ich sehe gerade meine Mütze. Wo ist die denn? Habe ich die auch verloren? Und hier haben wir Zeug mit Trockeneis gemacht. Ja. Und das Tollste ist, es waren auch echt alle, also nicht alle, aber viele total interessiert. Es Auf war jeden wirklich, Fall. Es war ein das sehr war eine, dankbares Publikum. ja. Und ja, der Dugong ist da auch sehr beliebt. ja Ja. und wir haben auch Oh ja, das war so weiter hoch da hier, das waren, die waren aus Indonesien und die haben sich sehr genau. gefreut. Haben den Ja, weil Dugong Milan erkannt. ist ja auch, ja. Genau, der Dugong sagt ja immer Selamat Siang, weil er ist ja Indonesier und endlich konnte jemand antworten. Und ich Ja. konnte da nicht weiterreden. Genau, so, Ja, rüber das war zum süß. Game. A New Ja. Beginning. So, ich bin Ja, wir jetzt mal haben gespannt. Ein neues Spiel. Bock, aber wir mal. haben keine Experimente mit vollen Aschenbechern gemacht, aber wenn du eine Hast du Idee die Uhr im hast. Blick, Gefreiter? 300 Sekunden und kein Spielraum. Und vergiss nicht, schau niemals direkt in die Sonne. Bist du bereit? Was? Noch 280 Sekunden. Verdammt, mein Messgerät scheint defekt zu sein. Nein, ich fürchte, es ist vollkommen in Ordnung. Nur noch 240 Sekunden. Ikarus und Daedalus. Ja. Wir haben gerade Nachricht von Antarktika, Machu Picchu und Ostozeanien erhalten. Die Messungen Ihrer Windscouts stimmen mit den unseren überein. Wir rechnen mit einer Sonneneruption innerhalb der nächsten 2 Wochen, vergleichbar mit der Oswald-Eruption von 2113. Ist auch ein Wir wissen Hamburger alle, dass das Akzent. Erdmagnetfeld nicht mehr in der Lage ist, uns vor einer Eruption diesen Ausmaßes zu schützen. Unsere Zeit ist abgelaufen. Es ist noch nicht zu spät, Quaddy. Wir haben immer noch eine Chance. Was ist mit dem Phoenix-Plan? Wir könnten entkommen. Der Phoenix-Plan ist kein Evakuierungsplan, Hardy. Im Gegenteil. Doch Salvador hat recht. Eine Manipulation ist unsere letzte Chance. Wovon reden die? Ist die Sicherheit unserer Piloten inzwischen gewährleistet? Nigel, in 2 Wochen erwartet alles Leben auf der Erde der sichere Tod. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Es wird Zeit, dass wir endlich den letzten Schritt wagen. Den Schritt zurück. In die Vergangenheit. Hallo So abrupt Guerillaschieb, leise. das war jetzt abrupt. Der Warum ist es Prolog. auf einmal leise? Ja, ich war jetzt, ich dachte, das ist abgestürzt. Nee. Ja, ich dachte auch. Verflucht. Nicht schon wieder. Ich hoffe, ich habe noch genügend Ersatzteile. Es hört einfach nicht auf, was? Dann wollen wir mal sehen, was mit dem Ding nicht stimmt.
Wünschen Sie eine Einführung in die Steuerung der Modalitäten? Ja, wünschen wir. Steuerungsmodalitäten. Ja. Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Klappe der roten Maschine und halten Sie linke Maustaste gedrückt. Warten Sie erst, bis die Steuerungsmünze eingerastet ist. Bewegen Sie dann die Maus nach rechts oben zum Befehl öffnen und lassen Sie erst dann den Mauszeiger wieder los. Okay. Ja, das ist der Bruder von Karl Klammer. Mein Fogger. So, wo ist denn hier die Klappe? Starten. Oh mein Gott, es bewegt sich. Klingt so, als wäre es der Motor. Okay, hier, Klappe. Öffnen. Auf diese Weise lassen sich Objekte auch näher betrachten. Sehen Sie sich doch den Motor mal genauer an, indem Sie diesmal das Verb ansehen auswählen. Die ist offen. Da ist Motor. Ja. Aha. Da haben wir ja das Problem. Der Keilriemen ist gerissen. Wo finde ich immer den letzten Ersatz? Mit Ihrem neu erlangten Wissen sollte es Ihnen nun ein leichtes sein, den gerissenen Keilriemen zu entfernen. Okay, Keilriemen nehmen. Vielleicht lässt er sich noch reparieren. Mit Duct Tape geht das sicher. Ja. Ja. Sie tragen den Riemen nun bei sich. Drücken Sie kurz die rechte Maustaste, um Ihr Inventar zu öffnen oder zu schließen. Versuchen Sie nun, den Keilriemen im Inventar über die Steuerungsmünze zu verknoten. Steuerungsmünze. Okay. Verknoten. Naja, ein Versuch ist es ja wert. Okay. Drücken Sie nun mit der linken Maustaste kurz auf den Riemen im Inventar, um ihn auf Ihren Mauszeiger zu legen. Ziehen Sie anschließend mit dem Objekt auf die Laufräder des Motors und klicken Sie ein weiteres Mal. Ob das hält? Ja. Um zu überprüfen, ob die Reparatur von Erfolg gekrönt war, aktivieren Sie nun den Fogger. Starten. Das war's. Der Riemen ist wieder gerissen. Es führt wohl keinen Weg dran vorbei. Ich brauche einen Ersatz. Finden Sie nun einen Weg, den Fogger richtig zu reparieren, jedoch nicht hier und auch nicht ohne mich. Legen Sie Ihren Mauszeiger über die Treppe zu Ihrer Rechten, klicken Sie einmal kurz und lassen Sie das Abenteuer beginnen. Okay. Ja, das war's mit Fred Füller oder Paul Pinsel. Fockaffe, die Figur genannt hat. Okay. Haus. Die Angel war ein Vorschlag von Dr. Angust. Das ist sehr meditativ, Bent. Da kommst du mal zur Ruhe. Seitdem sitze ich jeden Morgen am Ufer und glotze apathisch ins Wasser. Gibt's Schlimmeres? Ja. Ja, das ist meditativ. Ist schon geteilt, der Link, ja, ne? Die Meditation morgen. Ja. Nein. Die Angel ist nicht die Lösung meiner Probleme. Auch wenn Dr. Angust etwas anderes behauptet. Ich wollte sie gerade nehmen. Ich will immer alles nehmen. Mhm. Sollen wir mal ins Haus gehen? Oder? Ja, mach einfach mal. Ja, mach mal. Also ich habe so ein Trauma von Day of the Tentacle. Aber das ist so ein gutes Spiel, Inge. Ich weiß. Manchmal bekomme ich Besuch von Dr. Angust. Deswegen der zweite Stuhl. Oh Mann. Ist denn Dr. Angust? Ich mache später deswegen Pause, der zweite wenn der Fogger Stuhl repariert ist. Sonst nur einen. Den hat der extra gebaut oder was? Ich habe keine Ahnung. Esstisch. Und da fliegt irgendwie eine Fliege. Bücherregal. Eine Fruchtfliege. Lesen, komm, das sind Selbsthilferatgeber, die mir Dr. Angust empfohlen hat. Ich frage mich, ob sie die selbst liest, bevor sie die weiterempfiehlt. Ah, es ist eine Frau. Ich bin doch kein Schraubenzieher. Wege aus dem Workaholismus von Gunnar Larsson. Ich weiß nicht. Ein Schraubenzieher hat wenigstens einen Nutzen. Hier stehen
Flaschen, Bild. Eine eigene Bar. Unser Sonnenurlaub in Italien. Meta strahlt wie eh und je. Ich habe wahrscheinlich wieder nur die Rettung der Welt im Kopf. Ob wir glücklich geworden wären, wenn mir die Zukunft des Planeten egal gewesen wäre? Okay, ich habe mein Inventar hier unten. Ja. Meta? Es tut mir leid, Meta. Am Ende habe ich uns beide geopfert. Für eine Vision, die niemanden mehr interessiert. Okay. Selbst in Italien war ich in Gedanken bei der Algenforschung. Ich sehe es an meinen Augen. Mhm. Ja. Ich bin auch in meinen Gedanken bei der Algenforschung. Du bist eine Züchterin. Vielleicht sollte ich Therapie machen. Oder was meint ihr? Sprichst ich du denke, mit deinen Frau Algen? Dr. Angus, Frau Dr. Nein, Angus würde dir erstmal zum Angeln raten. So, ich gucke mir jetzt das andere Bild an. Mein Team. Ja. Auf der Atlas 11. Wir dachten wirklich, die Zukunft der Welt ruhe auf unseren Schultern. Oh, ich erblicke etwas. Also. Da ist was versteckt hinter dem Bild. Ja. Ausbeulung. Hm? Aufreißen. Was ist das? Da steckt doch was hinter dem Bild. Vielleicht ein Keilriemen. Es ist ein Schlüssel. Das sieht mir doch verdächtig nach. Na, sieh mal einer an. Ein Schlüssel. Vielleicht kann ich meinen. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ihn hier versteckt zu haben. War ich denn wirklich so betrunken? So, wir haben einen Schlüssel. Er ist Alkoholiker und. Zu meinem alten Leben. Manche Dinge wird man nicht so leicht los, wie man es sich wünschen würde. Okay, Personal. Die stehen stellvertretend für das restliche Personal. Inzwischen ist das Team so groß geworden, dass weder ich noch Barney wissen, wer eigentlich alles für uns arbeitet. Ich meine, für ihn arbeitet. Oh oh. Dann die Frau da vorne, die in Farben sind. Ich glaube, die sind. Lissa. Mach dir keine Sorgen, Lissa. Ich komme schon irgendwie zurecht. Barney? Offensichtlich kein Presseshooting. Sonst würde Barney hier ganz anders aussehen. Aber er hat einen Hass auf Barney. Jetzt guck mal nicht so, Junge. Du darfst jetzt all die Sachen machen, die deinem Vater verboten wurden. Du bekommst das schon hin. Ich sehe müde aus, aber auch glücklich. Wirklich? Mhm. Naja. Okay, Küchenschrank. Alles voller Alkohol. Darin ist nur das Notwendigste. Kann ich nicht öffnen. Mhm. Darin ist nur das Notwendigste. Er hat eine Bar. Oh, die Flaschen sind ja immer noch da. Wer sollte sie auch wegbringen? Kühlschrank. Dr. Angus. Ein trauriger Anblick. Küche. Ich räume das morgen weg. Ja, das sagen meine Mitbewohner auch you immer. You wish. Schlafkoje. Mein Bett. Anfangs habe ich noch versucht, in Metas und meinem alten Bett zu schlafen. Dann bin ich aber nach unten in Duvis Koje umgezogen. Mein Sohn kümmert sich um mein Lebenswerk und ich schlafe in seinem Kinderbett. Mein Bett. Okay. Ja, da sind in den Kiste ist nichts. Das ja. Vielleicht war es alles nur, ging es nur um den Schlüssel alles. Vielleicht. Hier unten ist nichts. Na, dann raus Fernseher. Mit uns in die... Chaos auf den Straßen von Oslo. Heute Vormittag um 11 stürmten gewaltbereite Demonstranten die Europazentrale der Internationalen Energieaufsichtsbehörde. Damit protestierten sie gegen die geplante Lizenzverlängerung von insgesamt 7 Kraftwerken des umstrittenen Energiekonzerns Indus Industries. Im Zuge der Belagerung gelang es einigen militanten Autonomen, sogar Geiseln zu nehmen. Dazu ein Sprecher der Behörde. Wir waren von Anfang an offen für einen friedfertigen Dialog. Aber die momentane Lage zwingt uns leider dazu, hart durchzugreifen. Die Aktivisten müssen einsehen, dass sie mit ihren illegalen, extremistischen Aktionen keine politischen Entscheidungen erzwingen können. Wenn diese Aktion überhaupt einen Einfluss auf das Urteil hat, dann einen gegenteiligen. Während die ersten Verletzten abtransportiert werden. Ups. Eine der längsten Nächte im sonst so friedlich. Und so dreht sich die Welt auch ohne mich weiter. Ich werde mal gerade, das wollte ich noch machen,
Das Thema, also unseren Stream updaten, dass wir jetzt A New Beginning spielen. Das hatte ich vergessen. André, Horst, die fragt, ob wir schon wissen, worum es geht. Also jetzt von dem, was wir gesehen haben. Ich weiß nicht, André, ob du mehr weißt, aber ich meine, es geht irgendwie darum, dass die Welt in der Zukunft und dass die irgendwie jetzt eine Zeitreise zurückmachen. Wir sind jetzt in der Vergangenheit und werden dann wahrscheinlich auf die Zeitreisen treffen, schätze ich mal, und versuchen, das zu verhindern. Wäre jetzt mein Guess. Ja, ich hab mich bewusst nicht mit dem Spiel vorher beschäftigt, aber ja, soweit hätte ich jetzt auch gesagt. Wobei ich auch nicht weiß, was ein Fogger ist. Und ja, ich weiß nicht, wann das jetzt spielt, aber es klingt vernünftig, das, was du sagst. Wir werden wahrscheinlich auf die Zeitreisende treffen. So, Haus. Können wir hier unten irgendwas? Hier unten ist noch eine Tür. Ja. Vielleicht ist auch so ein Keilriemen irgendwo angeschwemmt. Hier ist Müll. Müll, ja. Ansehen. Das gehört heutzutage leider dazu, wenn man so nah am Wasser lebt. Früher hätte ich das noch gemacht, aber spätestens in einer Woche sieht es hier wieder genauso aus. Die reinste Sisyphos-Arbeit. Okay. Boot. Das Boot hat auch schon einiges abgekriegt, aber noch schwimmt es. Muss ja. Reuse? Ich habe Dr. Angus gesagt, dass ich Angeln unerträglich finde. Daraufhin hat sie mir die Reuse empfohlen. Dann nehmen wir die doch mal. Ich habe schon alles versucht, aber ich kann mit diesem Ding einfach nichts anfangen. Er ist sowas von Depri. Er ist so negativ. Oh. Ja. Alter. Können wir ihm nicht Alkohol geben? Tja, die ist abgeschlossen. Der Plan war wohl, alles wir haben doch einen Schlüssel. Ja. Wir haben einen Schlüssel, André. Der Schlüssel vielleicht zu meinem alten Leben. Manche Dinge wird man nicht so leicht los, wie man es sich wünschen würde. Ja. Mann, wie lange war ich hier unten nicht mehr drin? Oh. Bis jetzt bin ich intelligent genug für das Spiel. Sehr schön. Okay. Ich bin stolz auf dich, Inge. Abdeckung. Dann wollen wir mal sehen. Ich weiß gar nicht, jetzt hat gerade Fiona gemeint, ob man die Kabel von den Lampen zu einem Keilriemen umbauen kann. Das war wahrscheinlich in der Küche, oder? Ja, aber das war gar nicht zum Anklicken. Nee, genau. Hier ist eine Spinne. Oh ja. Heimlabor. Wie viele Sommernächte ich hier unten saß und auf Algenzellen gestarrt habe. Habe ich wirklich mal geglaubt, ich könnte die Welt verändern? Die Versuchung ist groß. Aber ich habe Barney und Dr. Angus versprochen, meinen Ruhestand zu genießen. Ruhestand? Genießen, klar. Nicht vorzeitige Berentung? Oh. Durchsuchen. Hey, da war ein Schraubenzieher drin. Dich nehme ich doch mal mit. Ja, fein. Ein Schraubenzieher kann man immer gebrauchen. Auf jeden Fall. Ja, passt gut den Keilriemen. Akten. Als Meta gesehen hat, dass ich meine Akten mit in den Urlaub nehme, hat sie nur gelacht und gesagt, solange mein Büro zu Hause ist, kann ich wenigstens keine Affäre mit meiner Sekretärin anfangen. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie hätte mich mal angeschrien, anstatt mich immer bei allem zu unterstützen. Ach ja? Studien zur Photosynthese, Baupläne für Gewächshäuser, chemische Daten. Ich kenne sie alle auswendig. Okay. Na, dann brauchen wir sie nicht mitnehmen. Lattentür. Die öffnen. Oh. Ein Fahrradschlauch. Zum Keilriemen. Ah, Duves Fahrrad. Das alte Ding. Wie wir damit zusammen den Fjord runtergefahren sind, die Küste entlang, runter zum Meer. Die Atlas wurde damals gerade umgebaut. Und während ich auf meine neuen Aufgaben wartete, hatte ich alle Zeit, um dem Jungen ein guter Vater zu sein. Schon komisch, wie sich alles verändert. Ja, aber nimm's mit, Mann. Ja, wo ist denn hier? Fahrradschlauch, ja. Fahrradschlauch.
Nicht ohne das entsprechende Werkzeug. Du hast doch ein Schraubenzieher. Ja. Mal sehen. Hallo? Ist das die Zeitmaschine? Mist. Ja? Ben Svensson? Das ist mein Name. Warten Sie. Ich komm schon. Na, was, dann erzählen Sie mal. Was schleichen Sie hier rum? Sie haben mich ganz schön erschreckt. Das wollte ich nicht. Bist du Ben Svensson? Ja, schon, aber... Oh nein, da bin ich ganz schlecht bei sowas. Worum geht es denn? Kennen wir uns? Ist das etwa Ihr Hubschrauber da drüben? Netter Aufzug? Kommen Sie vom Militär? Warten Sie bitte einen Augenblick, ich bin beschäftigt. Ja, wir brauchen doch das Ding. Vielleicht kann er noch vorher den Reifen retten. Stell dir vor, wir würden jetzt nicht sagen, Moment, und dann würden wir niemals den Fahrradschlauch bekommen und dann können wir niemals den Fogger starten. Aber wir müssen doch jetzt wir fliegen doch gleich mit dem Heli wo ab. Das weißt du doch noch gar nicht. Scheiß auf den Fogger. Ja. Na dann. Dann entscheidet ihr. Ah, man sieht die untere Zeile nicht. Okay, nicht live. Gut. Dann muss ich kurz mal live operieren Operation am offenen Computer? Am offenen Computer. Im offenen Internet. Die fünfte Antwort wäre... Ja, yeah, jetzt sieht man's. Jo. Warten Sie bitte einen Augenblick, ich bin beschäftigt. Also das, was ich nehmen würde... Ingas Präferenz. Ja, aber wahrscheinlich ist keiner der Vielspieler auch dafür. Und der ihr wisst jetzt... Chat darf entscheiden. 1, 2, 3, 4 oder 5. Der Erste, der schreibt, wird genommen. Bei mir ist es immer die fünfte Antwort, Fockaffe. Ja, dann nehmen wir die 5. Inga wollte die auch. Fockaffe war Sie der bitte Erste. Einen Augenblick, ich bin beschäftigt. Danke. Aber je schneller Sie mich an die Arbeit lassen, umso schneller habe ich Zeit für Sie. Genau. Eins nach dem anderen. Okay. Jetzt kommt jetzt kaputter Schraubenzieher. Aber wir haben den Fahrradschlauch. Inga, wir haben den Fahrradschlauch. Ja, das hätten die uns auch vorher sagen können. Ja, aber dann kannst du jetzt zum Fogger gehen und den reparieren. Sollen wir jetzt zum Fogger gehen? Ja. Das ist auch ein bisschen fies. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Mir ging es nur um den Schlauch. Aha. Das ist jetzt so, Inga. Horst, die hat den Anfang schon gespielt. Ja, toll. Tschüss, Horst. Dann brauchst du dir den ganzen Kram ja gar nicht geben. Könntest du bitte aufhören, unsere ZuschauerInnen zu vergraulen, Inga? Nein, es ist doch, also wenn man es doppelt gucken Weg muss. Weg damit. Das ist ja erschreckend. Ja, aber vielleicht will er unsere engelsgleichen Stimmen zuhören. Ja. Mist, zu lang. Oder vielleicht will er einfach sehen, wie wir versagen. Der Fahrradschlauch ist zu lang. Was? Das war unsere einzige Chance. Ja, dann gehen wir jetzt halt zum Fliegen mit dem Heli weg. Ja, gut. Okay. Bin zurück. Ja, ich hab doch nichts mehr zu tun. Jetzt ist sie weg. Vielleicht sitzt sie da drin. Ach so, da unten ist sie. Ja, sie sitzt da unten. Fremde Frau. Wir können sie erstmal ansehen. Sie freut sich am Scheitern der anderen. Sie sieht verstört so, aus. So viel zu Außerdem unseren Zuschauern. Trägt sie diese merkwürdige Uniform. Wer ist sie? Was will sie von mir? Ein Weg, es rauszufinden. Frag sie. So, worum geht es denn? Kennen wir uns? Ist das etwa Ihr Hubschrauber da drüben? Netter Aufzug? Kommen Sie vom Militär? Wir nehmen Nummer 2, weil Chommy hat 2 geschrieben als Erstes. Das war es noch der Fall. Okay. Na gut. Kennen wir uns? Ich kenne deine Arbeit. Das ist auch der Grund, warum ich dringend mit dir sprechen muss. Nichts ist so dringend, als dass man sich nicht vorher anmelden könnte. Ich bin gar nicht unfreundlich. Er ist unfreundlich. So ein alter Mannspruch.
Worum geht's denn? Das, nee, keine Ahnung. Ja, worum geht es denn? Worum geht's denn? Ich brauche deine Hilfe. Dann sind Sie hier falsch. Ich bin im Ruhestand. Es ist aber sehr, sehr wichtig. Es steht viel auf dem Spiel. Ja, gut. Aber lassen Sie mich zuerst meine Arbeit beenden. Ich lasse nur ungern Sachen unerledigt. Ach, jetzt müssen wir doch den Fogger reparieren, weil wir unsere Arbeit... Der hat uns den Tipp gegeben, Knoten reinmachen in den Schlauch. Warten Sie bitte einen Augenblick, ich bin beschäftigt. Aber... Okay. Je schneller Sie mich an die Arbeit lassen, umso schneller habe ich Zeit für Sie. Wir müssen wirklich dieses Ding reparieren, das gibt's doch nicht. Fahrradschlauch. Ein alter Fahrradschlauch. Yes. Ja. Wie ging das mit dem Knoten reinmachen? Das war eine Option in der Auswahlmünze. Ein alter Fahrradschlauch. Okay. Aber als wir oben waren, oder nicht? Grober Unfug. Das weiß ich nicht. Also wenn man am Fogger ist, dann vielleicht die Option? Ja, Heli? Ja, ansonsten hat Chommy auch noch gesagt, Heli hijacken. Ja, finde ich gut. Ja. Was haben wir hier? Fogger, Klappe, Motor. Ja, gucken wir nochmal den Motor an. Hier liegt der Keilriemen. Nehmen. Ich drehe mich im Kreis, womit ich dem Keilriemen eines voraus hätte. Okay, er will nicht. Motor? Mal sehen. Was soll ich jetzt damit anfangen? Alter, Mist, du bist doch hier, Herr Professor. Hier haben wir eine Schraube. Selbst wenn der Schraubenzieher in Ordnung wäre, das Gewinde ist im Eimer. Müll. Oh, ey. Der Schlauch ist zu lang. Ja, dann müssen wir den irgendwie kürzen, oder? Die Schraube ist schon seit längerem locker. Die lässt sich auch nicht mehr richtig reindrehen. Die ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Weg damit. Ah, pass auf. Die Arbeit hat ihn kaputt gemacht. Jetzt ist er zu nichts mehr zu gebrauchen. Den steckst du da rein und dann hast du eine Erweiterung. Allein ja. In einem Fjord. Passt. Der Fogger funktioniert. Was zur Hölle ist denn jetzt ein Fogger? Ich habe keine Ahnung. Eine Alternative zum Heli vielleicht. Was ist denn jetzt? Ich hab's eines der Laufräder scheint zu blockieren. Das erklärt auch, warum der alte Riemen gerissen ist. Hallo? Mein Fogger. Ja, ich möchte mir den Motor angucken. Geht das nicht mehr, weil es schon fertig ist? Ja. Doch. Ach so, nee, ansehen. Okay. Laufrad. Es scheint zu klemmen. Das erklärt auch den kaputten Riemen. Kann man es ölen? Scheint in Ordnung zu sein. Passt perfekt. Wir haben keine Sachen. Dann müssen wir noch irgendwie was finden, ne? Können wir ja vielleicht Öl vom Heli. Wir wissen ja jetzt, dass man das mit diesem Schlauch macht, dem Schüttelschlauch. Ja, frag mal die fremde Frau. Tja, ob sie Öl hat. Laurin meint, dein Fogger ist ein Gerät, was Nebel herstellt und Insekten abtöten soll. Ah. Und Chommy sagt, wir sollten WD-40 finden. Seltsames ja. Ding. Da gehe ich Chommy recht. Ja, WD-40 ist super. Dann gehen wir erstmal unten rein und gucken nach Öl. Oder sollen wir den Hubschrauber betreten? Dass diese Frau so passiv ist. Akten. Uhr. Wie passend. Sie ist um 11:45 stehen geblieben. Die Symbolik ist beunruhigend. Aber bis in alle Ewigkeit 11:55 ist immer noch besser als irgendwann 11:55. So, haben wir hier irgendwo Fahrrad. Dann erzählt er wieder dasselbe. Ah, wie wir damit zusammen den die Atlas. Ja. Und während ich... Schon komisch, wie sich alles verändert. Ja. Ich sehe hier nirgendwo Öl.
Das kann, was ist denn das bitte für eine Werkstatt? Ohne Öl. Hab ja sogar ich. Dann arbeiten, das mache er doch gerne. Wie viele Sommer. Das hatten wir schon. Dann müssen wir oben in der Küche gucken. Ja. Vielleicht ist er oder frei im Müll. da schwimmt so eine Flasche. Das gehört heute. Nee. Küche. Haben wir denn Öl übersehen? Ja, mir nicht vorstellen. Kalter Kaffee. Darin ist nur das Notwendigste. Ja, vielleicht auch Öl. Ein trauriger Anblick. Wenn ich nicht zum Essen in die Stadt fahren würde, käme ich nie unter Leute. Ein voller Kühlschrank wäre da sozialer Selbstmord. Tja. Bücher. Das sind die Bücher, die mir Dr. Angus ans Herz gelegt hat. Ich habe sie hier neben das Bett gelegt, um die Chance zu erhöhen, dass ich mal reinschaue. Aha. Das sollte ich mal machen. Aber nicht heute. Und in dem Regal da, also unter dem, da, das kannst du nicht anklicken, wo diese... Öl! Da, Öl! Oh Gott! Oh. Adlerauge, Julia! Gott sei Dank. Jetzt endlich wieder zum Fogger. Endlich. Mann, wir waren lange nicht da. Dann läuft der Fogger und dann ist das Spiel auch vorbei. Ja. Genau, geschafft. Dankeschön. Wir machen so. Das so lange, bis Horsti irgendwas anderes sagt. Das ist ja total verrostet. So, das müsste funktionieren. Okay. Ich bin so gespannt, Leute. So, jetzt aber. Ah, verdammt! Jemand muss die Klappe festhalten, sonst springt der blöde Schraubenzieher wieder raus. Ja, dann mach das doch. Die Frau. Ja. Jemand. Ja, das fremde gute Olivenöl. Frau. ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Ja. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Ist das wirklich wichtig? Ich habe nicht so viel Zeit. Wenn Sie wollen, dass ich Ihnen helfe. Ja, ja, schon gut. Was muss ich tun? Kommen Sie einfach mit nach oben. Sie hat eine krasse Haltung. Sie steht so. Da wären wir. Was ist das für eine Maschine? Der Fogger sorgt dafür, dass das Holz bis zum Winter gesund bleibt. So, ich brauche Sie jetzt hier vorne. Sie müssen die Klappe darunter drücken, während ich den Schalter hinten bediene. Meinen Sie, Sie kriegen das hin? Na klar, von mir aus kann's losgehen. Na dann. Halt die Klappe. Und jetzt ist die Welt gerettet. Jetzt bleibt das Holz frisch. Hey! Was? Stopp! Aufhören! Beruhigen Sie sich doch. Das gehört so. Bist du verrückt? Schalt sofort die Maschine ab! Oh. Naja, das kommt leider vor. Aber wenn man die Schädlinge loswerden will, gibt es keine Alternative. Und das Holz brauche ich zum Heizen. Ihr seid so dumm. Na super. Besuch von Madame Hypersensibel. Gott. Ist ein bisschen... Nun warten Sie doch. Warten? Ist das etwa eure Standardantwort auf alle Probleme? Hä? Sie hat den Vogel beerdigt. Oh. Vogelgrab. Vogelgrab.
Ich hatte gerade ein bisschen Erinnerung an die Serie The Walking Dead, weil der Vogel ist ja quasi ganz am Anfang vom Spiel, war ja so eine Anfangsszene, wie er da so gelandet ist. Und bei Walking Dead sterben auch immer gleich die Leute, die am Anfang. Ich hatte mich gerade da dran. Die am Anfang was? Die immer, die in den ersten Minuten meistens, wenn es Leute sind, in den ersten Minuten, die irgendwas sie machen, die du nicht kennst, dann sterben sie gleich. Begraben, wie ein kleines oder Mädchen. 10 Minuten später. Hm. Also, wie ist aus der Zukunft? Würde ich jetzt sagen, ja. Dann sprechen wir sie nochmal an, ne? Ja, lass mal reden. Und kommen Sie schon. Was soll der ganze Aufstand? Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht kannst du mir doch nicht helfen. Helfen? Wobei denn helfen zum Kuckuck? Ich bin im Ruhestand. Ich helfe niemandem mehr. Oh, bitte. Gucken Sie mal nicht so traurig. Am besten wäre... Was ist mit Ihnen los? Wasser. Bring mir ein Glas Wasser. Na los. Sehr gut. Es gibt wahrscheinlich nur Alkohol. Was denn jetzt noch, Svensson? Dr. Angus hier. Hallo, Bent. Sie klingen gestresst. Es passt gerade auch gar nicht. Ich habe Besuch. Na. Was haben wir über Stress gesagt? Doc, bitte. Der Frau geht es nicht gut. Sie hatte einen Anfall oder... Ach, das hatten wir doch schon 1000 Mal, Bent. Ihr Samariterkomplex hat sie sogar ins Krankenhaus gebracht. Sie sind nicht für die ganze Welt verantwortlich. Was? Aber... Wiederholen Sie es. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Okay. Aber ich muss der Frau doch helfen. Ich habe jetzt keine Zeit für ihre Psychospiele. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Ich bin für zwei. Ich finde sie sehr unsympathisch. Ja. Ich finde die auch mega unsympathisch. Meine Fresse, ey. Ich habe mir Dr. Angus anders vorgestellt. Ich mir auch. Ja. Das ist jung und dynamisch. Also ich hätte gedacht, ich mache einfach 3, lass sie reden und sag dann tschüss, dann ist sie zufrieden und Ende. Aber die Tendenz geht ganz klar zu 2 hier. Angus, ein Rindvieh. Ja. Genau, den zweiten Stuhl wegwerfen. Sehr gut, Frau Gasser. Ja. Ja. Ich habe jetzt keine Zeit für Ihre Psychospiele. Keine Zeit? Das war der alte Band, der ständig keine Zeit hatte. Erinnern Sie sich an den Mann? Augenringe, Sorgenfalten. Saß wie im Wahn bis in die frühen Morgenstunden im Labor und merkte gar nicht, wie sein Leben an ihm vorbeizog. Bis er irgendwann auf der Intensivstation des Marinehospitals aufwachte. Sie sind jetzt der neue Bent, der sich nicht länger für die ganze Welt verantwortlich fühlt. Na los, ich will es von Ihnen selbst hören. Boah. Ja, komm, lass ihn das sagen, fick dich und tschüss. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Na also. Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie endlich zur Ruhe kommen. Warum angeln Sie nicht ein wenig? Weil ich nicht an der Überfischung der Meere teilnehmen will. Was habe ich Ihnen gesagt? Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Behalten Sie das immer im Kopf. Ich rufe Sie morgen wieder an. Bis dann. Ja, bis morgen. So, und nun zu Ihnen. Oh, sorry, ich lache hier übrigens die ganze Zeit, weil ich mich über die Chat-Kommentare... Erzählen Sie mal, was Sie hierher treibt. Die hat noch gar kein Wasser was gekriegt. Was mich hierher treibt. Okay. Doch, hat sie Lanz. Mein Name ist Faye. Ich bin Zeitpilotin. Konfrontation. Ich komme aus der Zukunft. Die Menschheit steht kurz vor der Auslöschung. Was soll das? Was wird das hier? Was ist das für ein Zettel? Richtlinien für transtemporale Kontaktaufnahme. Ich habe denen gesagt, dass ich das nicht kann. Nein, im Ernst? Salvador hatte recht. Reden bringt nichts mehr. Jetzt hören Sie aber auf. Dann kommen Sie halt aus der Zukunft oder aus der Muppet Show. Nur, was hat das mit mir zu tun? Was wollen Sie von mir? Deine Forschung. So ein Quatsch.
In meiner Zeit sterben die Menschen. Die Tiere sterben. Die ganze Welt stirbt. Deine Forschung könnte das verhindern. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Oh doch, Bent. Du bist sogar der Einzige, der mir helfen kann. Du, Bent. Du allein bist für die ganze Welt verantwortlich. Oh. Ach du Scheiße, ey. Du kannst es nicht wissen, aber heute in 500 Jahren ist die Erde zerstört. Alles ist kaputt. Die Oberfläche unbewohnbar. Die letzten Überlebenden leben in Bunkern unter der Erde und die Auslöschung der Menschheit steht kurz bevor. Gut, interessant. Glaubst du mir? Ja, natürlich. Das ist das Team. Guck. Okay. Fangen wir links oben an. Mhm. Wer ist das? Das ist Salvador. Er war auch hier in Norwegen. Du wirst ihn bestimmt bald treffen. Und er kommt auch aus der Zukunft? Ja, natürlich. Was meinst du denn, wo das Foto gemacht wurde? In einer Raumstation? Auf dem Mars? Sei nicht albern. Du wirst es schon noch verstehen. Okay. Der Mann hier mit der Glatze, der sieht wichtig aus. Das ist Kvadi, unser Kommandeur. Seine Aufgabe ist es, alle in der Kolonie am Leben zu halten. Ich glaube, es war nicht leicht für ihn, uns auf so eine schwierige Mission zu schicken. Sieht ein bisschen aus wie mein alter Chef. Tja, siehst du, in der Zukunft gibt's den auch. Nigel ist mein Mentor. Nach dem Tod meiner Eltern hat er sich um mich gekümmert. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Was ist mit Ihnen passiert? Sie waren Windscouts. Sie hatten den Vertikaldruck der Toxosphäre falsch berechnet. Die Kites hielten, aber der Anker riss. Das tut mir leid. Macht nichts. Das konntest du nicht wissen. Sie sehen da ja nicht sehr glücklich aus. Ich bin halt nervös. Immerhin soll ich die Welt retten. Das glaubt wohl jeder irgendwann mal. Okay. Ach, das ist Delvin. Der ist sowas wie ein Wunderkind. Er hat ganz allein den Pneumator repariert, bevor überhaupt jemand gemerkt hat, dass das Ding kaputt war. Delvin kommt mit allen gut aus. Er scheint Angst zu haben. Das hatten wir alle. Jeder auf seine Weise. Joseph hat viel Zeit im Archiv verbracht. Da hat er alles über die Welt gelernt, was es zu wissen gibt. Na, das war ja wohl nicht gerade wenig. Naja, so viel auch wieder nicht. Aber alles, was noch lesbar war, hat er mindestens 100 Mal gelesen. Okay. Dina und Joseph wollten unbedingt nach Europia. Nach dem Abschluss der Mission wollten sie sich die Kunst da anschauen. Ich weiß nicht. Sie interessieren sich wohl nicht so für Kunst? Ich verstehe halt nicht, wie sie uns bei der Rettung helfen soll. Kunst hilft immer. Wer ist die Frau in dem roten Pullover? Sadi, meine beste Freundin. Sie ist nach Südamerika gegangen. Für einen Studentenaustausch? Nein, wir haben nichts zu tauschen. Dieser ganze Materialismus ist doch überhaupt erst das, was zum Untergang geführt hat. Wir in der Zukunft brauchen das alles nicht. Wir wollen nur überleben. Oh, schon gut, schon gut. Es war ein Missverständnis. Beruhigen Sie sich. Okay. Das ist Hardy. Er ist zur Zwiebelburg geschickt worden, um mit den dortigen Machthabern zu reden. Die liegt dann wohl irgendwo im Takatuka-Land. Ich weiß nicht. Das hieß anders, glaube ich. Okay. Zwiebelburg. Sie sehen da ja nicht sehr glücklich aus. Ich bin halt nervös. Immerhin soll ich die Welt retten. Okay, da kommt immer dasselbe. Das glaubt wohl jeder irgendwann mal. Wie komme ich jetzt wieder raus? Ah. Nette Kostüme. Aber was soll das Ganze? Verstehst du es immer noch nicht? In unserer Zeit ist die Welt am Ende. Die Katastrophe ist schon zu weit fortgeschritten. Wir sind Zeitpiloten. Wir wurden in das Jahr 2050 geschickt, um den Klimawandel aufzuhalten. Wie bitte? Wir wollten die Fehler, die die Menschheit begangen hat, wieder gut machen. Doch wir hatten uns verrechnet. Das erste Kapitel. Das hier war der Prolog. Okay. Ach, stimmt. Oha. Also, sie waren alles Zeitpiloten, die nach 2050. Jetzt geht's weiter. Faye, lebst du noch? Oh, ich weiß nicht. Fühlt sich nicht so an.
Lass die Scherze. Wir sind da. Woran erkennst du das ohne... Bringt mich zu eurem Anführer. Autsch! Verdammt! Nicht die Hülle berühren. Ja, danke. Das weiß ich jetzt auch. Sag Hallo zum Jahr 2050. Hm? Okay. Also jetzt sie sind jetzt in die Zukunft gereist, quasi aus seiner Perspektive. Nein, das ist jemand anders. Nein, in die Vergangenheit. Die sind in die Vergangenheit gereist. Nee, sie ist auf jeden Fall in die Vergangenheit gereist, aber er ist jetzt nicht der Typ, der den Kairim als Problem genau, hat, ja? Das hier ist jemand anders. Das ist der Typ von dem Foto. Ach so. Ja. Oder? Wir sind in 2050 angekommen. Also wir haben 4 Möglichkeiten. Hallo 2050. Lauf-Power sagt 1. Er hat es als erstes gesagt. Also hallo 2050. Alles klar. Hallo 2050. Kaum vorstellbar, nicht? Wir sind wirklich in der Vergangenheit. Man kann ja den Himmel sehen. Irgendwie hatte ich mir die goldene Vorzeit anders vorgestellt. Ja, das ist ja. Jona, man kann ja den Himmel sehen gewählt. Nach oben. Man kann ja den Himmel sehen. Okay. Wow. Man kann ja den Himmel sehen. Und die Luft atmen. Igitt. Die Luft schmeckt seltsam. Bleiern. Ja, dann können wir einfach abarbeiten. Ja. Irgendwie hatte ich mir die goldene Vorzeit anders vorgestellt. Nicht so schmutzig. Hoffentlich sind die anderen Teams nicht auch auf einer Müllkippe gelandet. Wir sollten gleich loslegen. Seit wann bist du so pflichtbewusst, Faye? Hat dich der Zeitsprung verändert? Aber du hast recht. Bau schon mal die Zeitfunkantenne auf. Ich schaue mich so lange um. Nigel? Was ist denn noch? Okay, was soll ich genau machen? Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du den Zeitfunk aufbaust? Wie lautet unsere Mission eigentlich im Einzelnen? Nichts bis später. Ich finde, er soll den Scheiß machen. Ja, wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du den Zeitfunk aufbaust? Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du den Zeitfunk aufbaust? Du wurdest ausgebildet, das Zeitfunkgerät zu bedienen, nicht ich. Sonst noch was? Oh. Was soll ich genau machen? Ja, ich soll den Zeitfunk aufbauen. Soll ich das fragen? Kannst auch das dritte machen. Wie lautet unsere Mission eigentlich im Einzelnen? Wir suchen die politischen Führer, stellen sie zur Rede und überzeugen sie, vernünftiger mit unserem Planeten umzugehen. Das ist der Plan? Das ist der Plan, ja. Wieso? Weil es schon in 2021 nicht klappt. Ja. Klingt ein wenig naiv. Klingt gut. Was, wenn es dafür schon zu spät ist? Vielleicht sollten wir uns auch spacige Sachen anziehen und zu unserem politischen Führer gehen und sagen, wir kommen aus... Ihr habt's verbockt. Wir müssen was machen und dann klappt das. Ja. Mhm. Ja, dann lass uns doch sagen, klingt ein wenig naiv. Ja. Klingt ein wenig naiv. Es geht um das Überleben der Menschheit. Um die Zukunft des ganzen Planeten. Natürlich werden sie uns zuhören. Ist sonst noch was? Überzeugen mit knallharten Fakten, ja. Ja, nichts bis später. Ja, bis später. Ich bin gleich wieder da. Das klappt sicher. Ich glaube kein einziges Wort dieser Verrücktheit. Hör mir doch erstmal zu, Bent. Absurd. Ich sollte also die Zeitfunkantenne errichten, um die anderen Teams zu kontaktieren. Okay. Ja, Zeitkapsel. Dann gehen wir mal in die Zeitkapsel. Klappe. Ich krieg so ein bisschen Rückenschmerzen, wenn ich sie so stehen sehe, ey. Ja, das ist krass, ne? Mit diesem durchgedrückten. Ja. Der Koffer mit der Zeitfunkantenne. Jetzt muss ich nur noch einen Platz finden, an dem ich sie aufbauen kann. Okay, dann finden wir doch mal einen Platz, an dem wir sie aufbauen können. Ja, Stahlträger, der leitet doch bestimmt irgendwas Schönes. Kannst du da nicht hochgehen? Nee. Ah, erklimmen. Erklimmen.
kann doch nicht... Oh, krass. Die ganze Stadt ist zerstört. Können wir uns wirklich so geirrt haben? Hoffentlich sieht es bei den anderen Teams besser aus. Mal sehen. Glatter Untergrund, nahe der Zeitkapsel, frei zu allen Seiten. Das ist der ideale Platz, um die Zeitfunkantenne aufzubauen. Dann bauen wir doch mal... Do it! Der muss wahrscheinlich in dem... Achso. In deinem Equipment, genau. Dieser Koffer enthält alle Komponenten der Zeitfunkantenne. Na, das wird ein Spaß. So. Na, dann wollen wir mal. Okay. Alles, was ich benötige, müsste im Koffer liegen. Fuß? Fuß. Ich glaube, man konnte den Antennenfuß irgendwie ausklappen. Na. Antenne. Da. Da. Nee. Koppler. Nein, das passt hier nicht. Ja, mach doch einfach, die Frau. Nein, weiß das es passt doch. Hier nicht. Voll gemein. Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt hier nicht. Okay, das war schon richtig. So, dann Sicherung. Ah. Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt hier nicht. Kannst du die zwei Dinger zusammenbauen? Ja, Ring. Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt hier nicht. Horst, wie bist du da schon weitergekommen? Ah! Ja. Den Schalter muss ich drücken. Und dann... Ah. Nein, das passt hier nicht. 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 Die Sicherung, das Kabel? Es tut sich nichts. Nein, das passt hier nicht. Weil das Kabel auch nicht dran ist? Nein, das passt hier nicht. Ich kann das erstmal hinlegen. Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt hier nicht. Was ist dieses Play-Button-Ding da oben eigentlich? Play-Button? Ja, oben rechts, wenn man noch weiter nach oben geht und dann rechts oben im Bildschirm. Da. Überspringen! Ach, man kann über- ja! Wäre immer mein Lieblingsbutton. Geil, wenn man keinen Bock mehr hat. Soll ich es überspringen? Da sitzt noch das T-Stück drauf. Da sitzt noch der Koppler drauf. Ja, okay. Vielleicht. Da sitzt das T-Stück drauf. Nein, das passt hier nicht. Kannst du das nochmal weg? Es tut sich nichts. Du musst es vielleicht andersrum drauf? Ich muss hier einen Knopf drücken. Ah. Kabelbuchse. Ach so. Nein, das passt hier nicht. Nee, wahrscheinlich musst du das, die Kabel und die Kabel dann in den Koppler oder so. Also erstmal die Kabel, ja, genau. Und dann der Koppler um... In die Mitte zwischen die Dinger. Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt hier nicht. Da sitzt noch das T-Stück drauf. Nein, das passt hier nicht. Da sitzt noch das T-Stück drauf. Ja. Ja, vielleicht hast du anstatt dem T-Stück erst den Koppler und dann das T-Stück. Weiß nicht, ob man... Das ging aber nicht vorhin. Oder? Genau. Nee? Ah! Doch! Doch! Meine Fresse. So, jetzt den Knopf drücken.
Ja, und jetzt kann man die natürlich dann auch in den Koppler einstecken, gell? So, und dann weiß man jetzt, Fockaffe, wie man eine Zeitfunkantenne aufbaut. Fürs nächste Mal. Genau. Empfänger. Nein, das passt hier nicht. Das so, ist doch bestimmt ganz oben. Jetzt müssen nur noch die Kuben in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Wenn ich mich richtig erinnere, muss nur darauf geachtet werden, dass die Kuben, die zusammengehören, auf der gleichen Seite der Antenne angebracht sind. Die Kuben. Wir haben 6 Kuben. Hm. Voll. Aber weiß man, welche zusammengehören? Ah, da sind, weiß man nicht, natürlich. Gibt jetzt für die nächsten paar Stunden diverse Möglichkeiten, wie man das zusammenzubauen hat. Erstmal Kuben in den Dreck werfen. Ja. Ich bin ja eigentlich sehr, sehr akustisch orientiert und das im Hintergrund, diese leicht pompöse Stressmusik. Hm. Ah, es tut sich nichts. Da sind so Muster drauf, ne? Aber ich kann es super schwer erkennen. Auf dem, wo du... Das ist ein Kreis. So. Er ist auf einem Kreis, glaube ich. Ah ja. Muss man die erst hinlegen und dann wieder umtauschen? So. Nee. Hm. Es tut sich nichts. Ich würde einfach die drei, die am dreckigsten sind, zusammentun und die drei, die am saubersten. Ja. Hm. So? Ja. Hm. Es tut sich nichts. Hm. Ach, es gibt ja nur so ein paar Möglichkeiten. Was hatte sie gesagt, dass sie auf der gleichen Seite, dass irgendwas auf der gleichen Seite sein muss? Die zusammengehören. Ah, das ist eine Map. Okay. Aber... Da hätte man sich das angucken können beim Aufbauen. Schön. So, hier ist nichts mehr. Also vielleicht hätten wir einfach die nicht... aus dem Koffer, die drei nehmen sollen, aber... Hups. Egal. Weißt du, was wir überspringen das, oder? Hm. Ah ne, hier blinkt irgendwas. Ah. Hast du drei? Das sind nur die Steckplätze. Ja. Aber sie sind alle grün. Kann man nicht, würde es nicht vielleicht auch mal rot leuchten, wenn es scheiße wäre oder so? Könnte man dann jetzt nicht mal Hinweise geben? Es tut sich nichts. Alle Teile sind jetzt eingerastet. Alle Teile sind jetzt eingerastet. Tja. Kann man die Kuben aufhalten? Es tut sich nichts. Drück mal den grünen Taster. Welchen grünen Taster? Ach! Ah, man muss sie ausklappen, dass es so wie, damit es so aussieht wie auf dem Ding. Ah, oh, okay, verstehe. Ach, das ist wie so ein, Rubik-Cube. Scheiß. Das muss dann so ein, die müssen alle nebeneinander passen, sodass es aussieht wie auf der Verpackung. Okay, da, okay, oben da. Links. Also der passt nicht mit dem zusammen. Beiden. Davon muss einer auf die andere Seite auf jeden Fall. Warte, nochmal. Ja, die passen. Die passen. Wir brauchen... quasi ein links, Mitte oben, Mitte und links Mitte. Danke, Fockaffe. Nee.
die beiden. Mal aufzeichnen, das nervt mich. Ich finde das irgendwie. Aber Fockaffe, wieso hast du denn Rotwein im Kühlschrank? Was ist das denn? Er hat auch Bier, bestimmt. Ich meine, du kannst doch nicht Rotwein trinken. Man kann nicht kalt. Doch, mittelkalt. Das ist nämlich eine mehr, dass das Zimmer warm sein muss. Ja, aber im Kühlschrank ist ja nicht mittelkalt. Ja, das stimmt. Das kommt auf deinen Kühlschrank an. So. Probier doch einfach mal. Das müsste jetzt richtig sein. Ja. Yeah. Ja. So, schau, fertig. Wenn man so ein Spiel mit vielen Leuten spielt, dann geht das ganz gut. Wir haben Errungenschaften freigeschaltet. Mit Input. Oh. Oh, sie hat alle Rätsel übersprungen. Jetzt aber. Achso, wir müssen wieder runter wahrscheinlich, ne? Wo ist denn dieser Typi, der hier alle überzeugen sollte? Zeitfunkgerät. Wir müssen auch funken. Verdammt, das Zeitfunkgerät bekommt keinen Strom. Hätte ich nicht früher daran denken können, die Batterie zu laden? Darum werde ich mich sofort kümmern. Ja, dann mach's jetzt. Sehr gut. Bei uns tragen Stahlträger den ganzen Bunker. Schon fast wie ein Überbleibsel aus meinem Zuhause. Und das, obwohl ich in die Vergangenheit gereist bin. Das ja. Bringt nichts. Ja. Hinabsteigen. Also Eiswürfel in Rotwein finde ich, abgesehen bei Sangria, richtig eklig, Fockaffe. So, wo haben wir denn hier wohl mal Armaturen? Bedienen. Nicht ohne Nigel. Wohin sollte ich auch springen? Ach so. Zylinder. Der Ladezustand ist sehr niedrig. Ungefähr 15%. Oh. Da links ist noch ein anderer. Hä? Da ist noch ein Zylinder. Es wäre möglich, die Energie einer Zelle auf die andere zu transferieren. Dennoch fehlen ca. 30% Ladung. Okay. Die Energiezellen der Zeitkapsel werden über den Svensson gespeist. Er funktioniert rein biologisch. Blaualgen erzeugen aus Luft und Wasser energiereichen Wasserstoff. Mit dieser Technologie hätte der Klimakollaps leicht verhindert werden können. Okay. Dann ziehen wir mal einen Svensson raus. Mhm. Hören Sie doch auf, mich auf den Arm zu nehmen. Die Alge kann für so ein Gerät niemals genug Energie erzeugen. Sie kann nicht nur, sie wird auch. Okay. Die Kontrollen sind alle im normalen Bereich. Den Svensson kann ich nicht einstecken. Er ist fest montiert, um eine ständige Energieversorgung der Zeitkapsel zu gewährleisten. Okay, dann stecken wir... Die Zeitkapsel hat noch Energie. Hm. Vielleicht kann ich die Batterie am Generator der Zeitkapsel aufladen. Ach so. Die Zeitkapsel hat noch Energie. Vielleicht kann ich die Batterie am Generator der Zeitkapsel aufladen. Der Svensson befindet sich zwischen den beiden Zylindern. Ja, ich wollte doch... Brauchen wir ein Überbrückungskabel? Achso, nein, ich wollte nicht zurückgehen. Nein, ich wollte nicht zurückgehen. So. Ich muss die Batterie erst aus dem Zeitfunkgerät herausholen. Ach so. Sonst geht das nicht. Quadi hat gesagt, dass unsere Ausrüstung sehr robust ist. Aber ich lasse es mal lieber nicht drauf ankommen. Ach so. Quadi hat gesagt, dass unsere Ausrüstung sehr robust ist. Aber ich lasse es mal lieber nicht drauf ankommen. So, öffnen. Im Griff gibt es ein Batteriefach. Ha, da haben wir ja das Problem. Die Batterie ist leer. Okay, dann... Ich könnte versuchen, die Batterie direkt am Svensson aufzuladen. Eigentlich sollte ich das nicht machen. Der Svensson ist für viel größere Energiemengen gedacht. Ach, was soll's, ich brauche die Energie. Bis es explodiert. Das klang nicht so gut. Okay. Ja. Geladene Batterie. Jetzt kommen sie auch nicht mehr. Ja, und das Svensson jetzt funktioniert es. Das Zeitfunkgerät hat wieder Strom. Ja. Ja. Aber dafür kommt man nicht mehr zurück. Was,
Man kann jetzt mit den Leuten reden. Ja. Hey, wir kommen übrigens nicht zurück. Naja, aber ich meine, da wo sie sind, ist es besser als zu Hause. Ja. Einfach so tun, als wäre es schon so gewesen. Finde ich gut, Horsti. Ja, der Empfänger erkennt das Gerät. Na, dann wollen wir mal. Mal sehen. Jetzt müsste ich auf Empfang sein. Hallo? Zeitleitstelle? Irgendwer? Hier ist Funker Faye. Hört ihr mich? Zeitteam zu hören? Hallo? Schnell! Amplifier! Wir haben eine Nein. Dann. Wir versuchen seit Tagen, euch zu erreichen. Wir haben ein Problem. San Francisco ist... Hallo! Hallo! Die Verbindung ist sehr schlecht. Können wir... Hallo! Quadi! Hey! Hey! Die Zeitdrift ist bereits zu stark. Unsere Zeitlinien weichen mehr und mehr ab. Wir versuchen, dich jetzt mit den anderen Teams zu verbinden, bevor der Kontakt ab... Quadi? Oh nein. Nein. Nein, bitte, bitte nicht. Oh Leute, ich muss echt ins Bett. Ja, es ist schon Freut spät. Freut mich, dass ich das nicht sagen muss. Ja, es ist hier die Deutsche Telekom oder auch Vodafone. Ich bin bei Vodafone, das ist auch so. Dina, du lebst! Wir müssen aus diesem Dings raus, bevor ich wieder speichern kann. Wir haben ernste Probleme. Wir wurden getrennt, ich fürchte, sie sind... Hey, bist du das? Bitte komm. Warte kurz, Dina. London. 2050. Hey, wir haben uns entdeckt. 2050 ist zu spät. Joseph? Oh mein Gott! Was ist da bei dir los? Wir können den Klima gar nicht mehr aufhalten. Wir sind mittendrin. Ich wiederhole. Wir sind... Oh, oh nein. Das war unerwartet. Wie soll ich denn heute Nacht schlafen? Oh Gott, das ist so dystopisch für meine Seele. Es ist... Das ist Dubai. Daneben nicht Dubai. Das ist die Zwiebelburg. Das ist die Zwiebelburg. Das ist die Zwiebelburg. Das ist Abu Dhabi. Also. Verloren. Wir haben verloren. Mission abbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Oh Gott, was soll ich denn jetzt noch an Liebesromanen nachher bevor dem Einschlafen lesen, um das wieder zu kompensieren? Faye, ich stelle auf 0,6. Ich kann kaum hören. Liegt an dieser verdammten Strahlung. Es ist das Kraftwerk, hörst du? Das Kraftwerk. Ich glaube, Quelle gefunden, Faye. Ich. Sadi, empfängst du mich noch? Bleib bitte dran, ich. Sie sind alle tot. Okay. Es läuft richtig gut hier. Not. Oh Gott, jetzt muss ich mit so einer Geschichte schlafen gehen. Ja, können wir mal gehen? Was? Oh Mann. Guck eine Folge Adventure Time. Ja. Das ist gut. Das macht glücklich. Ist auch in der Zukunft. Spielt auch in der Zukunft. Ich guck vorm Einschlafen nichts. Ich lese dann immer nur. Ich gehe jetzt erstmal mit dem Hund raus. Super, das hilft ich auch. Mit dem Duan raus. Das hilft auch. Oh, Pingu ist gerade gekommen, aber Pingu, ja. Wir sind halt schon seit 3 Stunden hier und wir müssen jetzt ins Bett. Pingu, schön, dass du da bist, aber schön, dass wir uns nochmal persönlich sehen, im Prinzip. Ja. Ja. Ja, nächster Stream. Katzen ist auch gut. Katzenvideos. Pingu, wir sind müde. Oh Mann, egal. Ja, das stimmt. Ja. Und jetzt habe ich auch noch schlechte Laune, weil wir ein dystopisches Spiel spielen.
Ja, jetzt können wir das beim nächsten Mal am Anfang spielen und danach mal so positive Dinge aus der Wissenschaft bringen oder interessante oder witzige, damit ich nicht, oder zumindest zwischendrin. Ja, ja, also stimmt. Nächster Stream ist Donnerstag, der 16.12. in drei Wochen. Sorry, es war ein bisschen geil, weil die fremde Frau, wie heißt sie? Faye. In dem Moment, als du meintest, der nächste Stream, hat sie so die Arme verschränkt. Fuß. Voll mit dem Fuß gewackelt. Ja, wann denn? Wann denn? Ja, wann denn? Wann denn? Sorry. Ja. Donnerstag, 16.12. ist der nächste Stream. Da 20 Uhr. 20 Uhr, genau. Wir werden ein bisschen wieder über Wissenschaft quatschen und wir werden auch hier weiterspielen, meine Lieben. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr kommt. Ansonsten eventuell streame ich morgen, ich weiß es noch nicht, aber auf andere Lampe definitiv nächste Woche Dienstag wieder die Dienstagspolitik und da spielen wir Frostpunk weiter. Auch etwas dystopisch, nur nicht ganz so finster wie das, was wir jetzt hier gerade gesehen haben. Ja, danke, dass ihr alle da wart. Wenn ihr Fragen habt, dann haut sie immer total gerne raus. Ihr könnt uns E-Mails schreiben, ihr könnt uns auf Twitter erreichen, auf Facebook, auf Instagram. Oder am 16.12. wieder im Chat. Genau. Ja. Wenn ihr euch was wünscht dafür, dann haut es raus. Ansonsten sagen wir jetzt Tschüss und bis in drei Wochen oder irgendwo zwischendrin auf den sozialen Medien. Macht es gut. Tschüss. Im Moment, Ingo, Bücher bekommst du überall dort, wo man Bücher bekommt, am besten in der Buchhandlung nebenan. So. Das war's. Ja, macht's gut. Ciao. Schön, dass ihr da wart und danke. Bis bald. Ja.